Nein, ich bereue mich überhaupt nicht, dass ich mich impfen lassen habe. Im Gegenteil, ich bin eher stolz darauf und ich sehe mich als ein Vorbild eigentlich für die anderen jungen Leute. Ich bereue es nicht, dass ich mich geimpft habe. Also ich bin eigentlich froh, dass ich mich geimpft habe. Mich nervt es einfach in dem Sinn, dass Leute oder ein paar Leute halt nicht geimpft sind, weil sie halt sozusagen nichts dafür machen, auch wenn sie sich an die Massnahmen halten. Aber sich zu impfen lassen ist immer noch mehr, als sich nur an die Massnahmen zu halten. Und dadurch ist es schon ein bisschen schwierig. Man ist so ein bisschen Zwickmühle, wenn man so denkt, so die Freundschaft möchte man eigentlich schon gerne mit diesen Leuten behalten. Auf der anderen Seite, eben, sie sind halt nicht geimpft. Ich bin geimpft, so, ich schütze eigentlich sie, aber... Und zusätzlich hat es natürlich noch den angenehmen Nebeneffekt, dass man eventuell von einer Einführung von Impfprivilegien einfach halt dementsprechend einen Vorteil hat. Also nach der ersten Impfung habe ich zuerst... ich war mega müde gewesen, tagelang, und habe wirklich fast nur geschlafen. Und nachher habe ich eine Bronchitis bekommen. Noch mit dem Aller, mit der Erschöpfung, wo ich schlussendlich auch im Spital gelandet bin. Genau, und nachher, als es aber besser war, habe ich auch noch Covid-arm bekommen mit dem ganzen Ausschlag. Obwohl dass ich Nebenwirkungen hatte und eben sogar in Notaufnahme war, ich würde mich gleich normal impfen. Also du bist einfach noch nicht wirklich safe und ich habe noch Angst davor. Und darum möchte ich mich jetzt auch noch nicht impfen lassen. Und ich würde mir dann überlegen, um auf illegale Partys zu gehen. Eben Illegale Partys wären nichts für mich, also das wäre mir auch zu risikohaft, weil man weiß ja nicht, wer sich alles dort begibt. Ich finde das Ganze gar nicht okay, weil sie wollen uns wie zwingen, damit wir normal leben können, uns zu impfen. Für die Leute, die sich nicht impfen wollen, ist scheiße. Aber schlussendlich hätte ich es gemacht für eine Kollegin oder für jemanden, der Geburt hat, ja. Aber ich selber, dass ich irgendwie feiern gehe und den Corona-Tisch zahlen muss, ganz sicher nicht. Wenn es kostenpflichtig wäre, würde ich trotzdem einfach nur Test machen, weil Impfen ist für mich einfach keine Option. Ja. Also ich würde schon lieber zahlen, anstatt mich impfen lassen. Ja. Aber ich würde es trotzdem in Betracht ziehen. Ganz einfach, ich lasse mich nicht impfen. Ich gehe auch nicht mehr Ausgang. Es gibt halt mehr Homepartys. Ich denke, die Impfung ist sehr effizient, sie ist sehr sicher. Und ich denke, es ist ein wichtiger Schritt für die Bewältigung der Pandemie. Ich erlebe massive Eingriffe auf meinen Körper. Ich muss Maske tragen. Ich kann nicht schnaufen. Das ist, geht um meine Gesundheit. Man spricht von Impfzwang. Und es sind Meinungen, Expertenmeinungen, die... Was mich das Vertrauen einfach lachen lässt, in dem Sinne, was die Medien betrifft und auch die Politik, ist einfach die Tatsache, dass man nicht ehrlich ist. Dass man sagt, es gibt noch keine Impfpflicht zum Beispiel und die wird es so nie geben. Und das Impfobligatorium, da denken wir darüber nach. Immer das so Schritt für Schritt aushöhlen. Das ist das, was mich sehr stark überlegen und kritisieren lässt. Was machen die eigentlich in der Politik und haben die wirklich noch unser Bestes im Sinn? Es ist ein enger Grad, weil wenn man sagt, zivilen Ungehorsam, dann muss man schauen, wie eng kann ich an diesem Abgrund fahren, ohne dass ich in die Illegalität gehe. Und dort wird es sehr spannend und das ist auch ein Bereich, den ich sehr stark ausloten musste, gerade zum Beispiel auch mit der Maske, die ich aus Gewissensgründen nicht tragen kann. Wo jeder Mensch aufgerufen ist, selber den Weg zu finden. Natürlich haben wir massiv in die Wirtschaftsfreiheit eingegriffen, wir haben in die Reisefreiheit eingegriffen, wir haben ins Bildungssystem eingegriffen. Mein Sohn hat Homeschooling gehabt, das sehr mäßig funktioniert hat und wahrscheinlich relativ größere Defizite vorträgt. Das heisst, es sind sehr viele Freiheiten eingeschränkt worden. Aber es ist ja keine Schwarz-Weiß-Diskussion in meinen Augen, sondern es geht um Verhältnismäßigkeit. Und ich attestiere den Politikern, dass sie sich diese Überlegungen auch gemacht haben. Mich hat wie gesund ist die Bevölkerung oder wie krank ist sie, dass wir auch ganz viele Leute haben, die ein positives Testresultat haben, aber sich kerngesund fühlen. Das heisst, wir haben eine Krankheit, die man effektiv nicht einmal spürt. Dann finde ich, ist das einfach absolut absurd. Und was man mit dem Ganzen ausblendet, und das ist das, was mich am meisten an dieser ganzen Massnahmenpolitik stört, dass man den Fokus nur auf Hygienemassnahmen setzt. Also man tut eigentlich sagen, wir bekämpfen jetzt hier den vermeintliche Feind, den wir haben unter der Bevölkerung, nur mit Abstand, mit Hygiene, mit Isolation. Aber Gesundheit ist viel mehr. Freiheit ist sehr, sehr eng für mich verbunden oder fast entkapselt in der Wort Verantwortung. Und meine Freiheit endet sich,
am Beginn der Freiheit von der anderen. Wenn jemand sagt, du, es stört mich, wenn du gelbe Socken anhast, dann tue ich ja quasi dem seine Freiheit einschränken, indem ich gelbe Socken anlege. Also, wieso wollt ihr euch impfen? Ja, aus Sicherheitsgründen. Ich finde, Impfungen sind halt eher für die, die etwas altersbeschränkter sind, älter. Die haben es ja doch ein bisschen schwieriger als wir, die Jungen. Ich sehe auch nicht, wieso sich die Leute das Leben schwer machen. Und wenn sie weiterhin nur testen und die Impfungen machen, dann sollen sie dafür zahlen und nicht mehr Steuerzahler, die die Impfung haben. Macht keinen Sinn. Nein, ich lasse mich nicht impfen. Ich kann nicht sagen, ich mache es nie. Vielleicht bin ich bin einfach im Moment, kann ich mich noch nicht dazu entschließen. Ich selber lasse mich impfen. Also, ich mache die Corona-Impfung heute. Ich bin einfach nicht bereit, ich kann es nicht richtig begründen. Ja. Nein, ich tue mich grundsätzlich nicht impfen. Ja. Jetzt haben wir noch einmal eine unglaubliche Freiheit und eine Verantwortung, mit dem Impfen wirklich jeder ganz konkret einen Beitrag zu leisten, dass die Pandemie und in der Schweiz Epidemie möglichst schnell überwunden wird. Aber natürlich ist es relativ. Aber ich glaube, die Schweiz hat zum Beispiel an der Weihnacht, also dass der Staat uns sagt, mit wie viel und wie wir dürfen Weihnachten feiern im engsten Familienkreis, das tut einschränken. Also ich glaube, wenn wir uns das unseren Grosskindern erzählen, die werden wirklich nur den Kopf schütteln. Freiheit ist die Möglichkeit, das Leben so zu leben, wie man es selber will. Aber nur und, diese Grenze, wo die Freiheit vom anderen abhängt, das ist ein schlauer Spruch. Das ist sehr wichtig. Das ist ein schlauer Spruch, aber ein fürchterlich dummer Spruch. Ja. Es ist schlau und es ist gleichzeitig fürchterlich dumm, weil es bedeutet nichts. Hey. Und ich sehe einfach, was die Massnahmen für Leid angerichtet haben. Ich sehe, wie die Menschen leiden. Ich höre das. Auch unsere Kinder, sie werden nachhaltig traumatisiert. Es gibt eine Grenze für mich ganz klar, wenn es zu den Verschwörungstheorien geht, sprich Menschen, die ganze andere Bevölkerungsgruppen die Schuld zuweisen. Dort, finde ich, muss man eine Grenze ziehen. Also, du meinst die sogenannten alternativen Informationen oder Medien? Das ist jetzt etwas, wo ich Mühe damit habe. Und wie Corona, da hat auch der professionelle Journalismus vielleicht Fehler gemacht. Beziehungsweise es wurden Nachrichten verbreitet, die sich dann im Nachhinein als nicht richtig herausgestellt haben. Wir haben die Möglichkeit, uns gratis impfen zu lassen. Haben Millionen von Menschen auf dieser Welt schon gemacht. Die meisten leben noch. Wer das nicht will, der soll Konsequenzen tragen. Und da gehört für mich auch das Zahlen der Tests dazu. Ja. Eben, jetzt kommen sie sowieso mit der dritten Impfung wieder. Und wenn man jetzt in Israel zum Beispiel schaut, ist es so wieder am Eskalieren. Ja, also impfen deswegen, nein, safe nicht. Ich habe es ehrlich gesagt aufgegeben. Also zu diskutieren, mir ist es gleich, wie unnötig das ist, wie die Spitäler leer sind, wie es eigentlich nur eine Grippe ist. Gerade als die Maskenpflicht angefangen hat, hatte ich das gehabt, einen Kollegen, der gesagt hat, er geht nicht mehr an, wo sie verlangen, dass sie die Maske tragen. Und das hat schon zu Spaltungen geführt. Ich habe Kolleginnen, die sich zum Beispiel nicht impfen lassen, weil sie sagen, die Impfung ist nicht zu schnell entwickelt worden. Und wir werden froh, wenn alles vorbei wäre. Die Diskussionen. In meiner Timeline tauchen Posts auf, die ich mega komisch finde. Sachen, die für mich nichts mehr mit Corona-Kritik zu tun haben. Zum Beispiel ein Artikel, wo darin behauptet wird, dass der Bill Gates Covid-19 extra gestreut hat, um nachher an der Impfung mitzuverdienen. Also die Mainstream-Medien die reden ja nach wie vor von Corona-Leugner, was ich nicht bin. Ich leugne kein Corona. Der Virus, ob es den Virus gibt oder nicht, kann ich ja nicht beurteilen. Ob jetzt eine Antwort können zu geben, bin ich Aluhutträger oder nicht? Ich glaube es nicht. Nein, ich habe eine Feder im Kopf. Ich bin sicher ein Querdenker. Ich bin sicher jemand, der... Weil, kannst du dir das so vorstellen, wie du ein Lieblingsimbiss und du gehst jeden Tag gehst du dort essen. Irgendwann hast du die Pasta oder den Döner oder was auch immer, hast du es gesehen. Aber zum Teil wird es dann recht fantastisch, oder? Dass auch Leute, die angeblich daran verdienen, dass es die Pandemie gibt und wo man dann Impfstoff herstellen und verkaufen muss.
Also was ich merke, ist, dass deine Quelle und deine Informationsbeschaffung offensichtlich anders verläuft als meine. Und ich glaube, wir haben völlig unterschiedliche Quellen. Wie informierst du dich? Also meine Medien des Vertrauens gibt es in dem Sinne so nicht, weil ich mich nicht abhängig machen muss von einem Medium extern, das mir sagt, wie gut es mir geht. Wir haben es angesprochen, aber ich finde, dass also wir reden in dem Sinne auch nicht über Religion, weil wir so viele verschiedene Religionsfreiheiten haben und Meinungen auch haben. Und ich finde, es geht wie in die Religion hineinimpfen. Ja, ein Stück weit muss man ein bisschen aufpassen mit gewissen Leuten. In der Schule sehe ich, wie die Schüler unter der Maske leiden. Das muss aufhören. Die Apartheid, das ist etwas ganz Negatives gesehen. Da sind eigentlich fast alle dagegen gesehen, oder? Und jetzt sind wir drauf und dran, etwas einzuführen, das aufs Gleiche rausläuft. Eben, als gewisse Leute dürfen noch rein, gewisse dürfen nicht mehr, gewisse dürfen reisen, gewisse dürfen nicht mehr. Das kann einfach nicht sein. Lokführer, das Telefon genommen, gesagt, bitte fahr nicht weiter bei der nächsten Station, wir haben Maskenverweigerer. Gut, dann habe ich ihr das so gesagt, das ist nicht rechtens, und sie schikanieren, sie machen eine Massenbestrafung, was selbst die Militär nicht in dem Sinn erlaubt ist. Und dann habe ich aber nach etwa 3 bis 5 Minuten habe ich dann nachgegeben und habe mir eine Maske entgegengenommen von jemandem und sie angezogen, weil ich habe gesagt, ja, gut, ich muss noch eine Station in dem Sinn weiter. Wo man in wenigen Monaten sagt, das ist da, das schützt und ist auch völlig ungefährlich und Langzeitwirkungen haben wir keine. Wie will man das wissen? Wie will man nach einer Entwicklungszeit von 5 Monaten also wissen? Also wie gesagt, Langzeitwirkungen haben wir keine. Die sind nicht bekannt. Also es kann Langzeitwirkungen geben? Nein, es sind nicht bekannt. Die, dass es nicht bekannt ist, das wird so gesehen. Dass man von jemandem kann verlangen kann, dass er sich Stoff spritzen lässt, wo man nicht weiss, aber Langzeitwirkungen hat und welche, ist für mich sehr, sehr übergriffig. Aber der Staat verlangt es nicht. Genau, also Stand heute ist das noch nicht so. Ja. Man ist im Alltag sehr viel allein. Also man wird von Passanten angegriffen, man wird eigentlich schon verurteilt, bevor man überhaupt die Möglichkeit hat, zu erklären, wieso dass man auf dieser Seite steht oder was seine eigenen Ansichten sind. Andere Massnahmen werden sein, dass es vielleicht im Extremfall einen Klima-Lockdown wird geben. Ihr habt kein Fieber gehabt am Morgen. Wie? Ihr habt kein Fieber gehabt am Morgen. Wie? Nein, Fieber! Ah, Fieber? Nein! Ja, ein bisschen bei Laune zu bleiben, bringt ja auch nichts, sich da kaputt zu machen, solange man noch nicht weiss, was passiert. Muss jeder selber wissen. Man kann niemanden zwingen. Ich würde mich selber impfen lassen. Ich vertraue der Wirtschaft, der Wissenschaft. Kann man das rausnehmen? Ich persönlich würde jetzt eher noch hier warten und so schauen, was die Nebenwirkungen sind. Wenn man gar nichts macht, hilft es auch nicht. Also man kann auch langfristige Schäden von der Viruserkrankung haben. Ich kann impfen, findest du, soll jetzt gehen? Punkt, ja. Schluss. Ja, also ich finde, da muss man überhaupt nicht diskutieren. Es ist schon okay, wenn wir die Impfung jetzt wieder nehmen, dann werde ich es eigentlich endlich mal um. Der Impfstoff ist wirksam, sicher und das ist eine sehr gute Nachricht. Ich vertraue allgemein so der Regierung, der Staaten überhaupt nicht. Mit denen geht es nur um den Cash. Mit denen geht es nur um das Geld, nur um den Profit, nur um deine ihre Scheiß macht. Und du kannst ja wählen hier. Du kannst ja beteiligen. Ja, wählen. Aber trotzdem. Ich meine, der Bundesrat macht trotzdem den Scheiß, was er will. Und wenn es Experten empfehlen, finde ich es meistens auch sinnvoll, dass man auf die los. Das gibt es Wissenschaftler und Experten schlussendlich. Ich weiß nicht. Ich kann nicht reisen oder kann nicht einkaufen und wir muss machen. Oder? Ja. Vielleicht, wenn ich suche zum Beispiel andere Arbeit und ihm alle, also Chef sagt, haben Sie Info gemacht? Nein. Okay, nein. Davor haben Sie Angst? Ja. Okay. Freiheit ist das Einzige, was zählt.